hier also mal richtig bewohnt. Casa Abuela Gente. Konnte man früher bei Kreuzer buchen. Ist heute sicherlich bei der TUI. So eine fruchtbare Ebene. Bevor es dann so die letzten 4 Kilometer jetzt nochmal auf sich schlängelt. Avocado-Plantagen. Kilometer. Also ungefähr 2,5 Stunden. So wie ich das sehe, haben die das komplett durchgeteert für die Dachsler. Ja, jetzt hat sich vorher, so wie der uns vorhin angesprochen hat, hallo Frau Sonne. Auch. Auf der linken Seite, das ist die Rückseite der Vulkan, der Caldera-Wanderung vom Rocky runter. Es gibt ja auch eine Wanderung zum höchsten Punkt der Erde. Entschuldigung, zum höchsten Punkt von La Palma auf dem Rocky de los Muchachos, ca. 2230 Meter hoch in etwa, runter von Tazacorte hoch oder auch runter, je nachdem, ist auch eine Tageswanderung. Wenn man runter geht, dann man ist nicht so ganz gut unterwegs, dann hat man halt Betonhaxen. Ganz schön drauf. Ja.